Liebe YouTube-Freunde, heute mit Udo Heimann. Ich liebe diese Juwelen, die kaum einer kennt. Familienunternehmen Tax Network kombiniert Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist in diesem Bereich so stark gewachsen, dass ich hier in so einem Mammutbüro bin, auf 2 Etagen und natürlich einen Mehrwert für die Kunden, die Steuerzahler zu erzielen. Ich finde, prinzipiell gilt, wenn man mehr als 2000 Euro Steuer zahlt, dann sollte man sich das anschauen. Und wenn man denkt, dass man irgendwann mal mehr als 2000 Euro Steuern zahlt, dann sollte man sich es auch anschauen. Wir geben jetzt einen großen Einblick in deine Aktivitäten, dein Wissen. Und was mich motiviert, aus eigener Kraft hier zu sitzen, keinen Zoom-Call zu machen. Ich hatte 125 Firmen auf 4 Kontinenten, 11.200 Mitarbeiter, groß konsolidiert. Und ich fand halt nicht Leute, ich fand immer wieder Spezialisten, KPMG in Deutschland und Ernst Young in London und so weiter. Aber jemand, der das nationale, das europäische EU-Geschäft und das EBR-Geschäft und das ganz internationale Geschäft versteht, das ist Seltenheit. Udo, es ist eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Wir verlinken den Kanal von Udo, übrigens den YouTube-Kanal und den TikTok-Kanal, damit ihr euch eure eigene Meinung noch zusätzlich bilden könnt. Danke, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen Dank, dass du da bist, ja, und ich freue mich, dich hier zu haben. Ja, und einen wunderbaren Gruß an deine Community. Ja, danke dir. Ich würde ganz gerne mal anfangen im zentralen Thema. Die Ampelkoalition verhält sich relativ zivilisiert. Ich hatte Videos gedreht zu den Grünen, zu ihrem Wahlmanifest. Ihr kennt jedes Wahlmanifest in- und auswendig, auch das der Sozialdemokraten und auch der mutierenden FDP. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, es ging jetzt erstmal so ganz subtil los. Wir wollen eigentlich das Ehegattensplitting reduzieren. Wir wissen ja schon, dass die Benzinsteuern erhöht werden, die Krankenbeiträge, das ist eher so eine schleichende Inflation bei verschiedenen steuerlichen Aspekten. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Was erwartest du im nächsten Jahr von unserer wunderbaren, farbigen Koalition? Also am Wahlabend war ich noch einigermaßen froh gestimmt, weil ich gedacht habe, die Linken sind es dann doch nicht geworden. Das ist die FDP als Korrektiv mit dabei. Das hat sich dann während der Koalitionsverhandlungen doch ein wenig anders herausgestellt. Sehr schlauer Schachzug, jetzt einen Nachtragshaushalt zu machen, 60 Milliarden aufzunehmen und Dinge dann für die Zukunft nachzufinanzieren, so nach dem Motto, da müssen wir erstmal nicht alle Steuern gleichzeitig erhöhen, dann haben wir ein bisschen Geld dafür. Das werden wir ja sehen, die CDU will jetzt Normenkontrollverfahren anrufen in Karlsruhe. Mal schauen, was daraus wird, ja, ob dieser Nachtragshaushalt überhaupt in Ordnung ist. Aber was wir im Moment erleben, ist, denke ich, noch die Ruhe vor dem Sturm. Weil die Dinge, die in den Parteiprogrammen drinstehen und die am heutigen Tag, also der 14. Dezember, ja auch mit der Regierungserklärung von Olaf Scholz ja auch noch von sich gegeben wurden, zeigen doch schon darauf hin, dass wir stürmischen Zeiten entgegengehen werden. Ja. Er muss auch mal überlegen, wenn man sich die Verteilung der Bundestagswahl anschaut, dann hatte SPD und Grüne ungefähr 45%, die FDP leider nur etwas weniger, um die 13%. Das ist natürlich fast ein ungesundes Machtverhältnis, rein stimmtechnisch, von grob unsauber 3,7 zu 1. Das sagt mir eigentlich, dass die Entscheidungshoheit eher grün und sozial gestimmt sein wird in dieser Ampel. Oder meinst du, dass Herr Lindner es schafft, tatsächlich eine gewisse Rigorosität durchzusetzen und den Mittelstand und die jungen Wähler, die sie auch haben, entsprechend zu vertreten? Die Frage ist, welche Machtposition wird das Finanzministerium in dieser Regierungskoalition ausüben, zumal ein früherer Finanzminister jetzt Bundeskanzler ist. Also dürfen wir mal gespannt sein, weil es geht ja nicht um den Minister an sich, das Aushängeschild nach draußen, sondern vielmehr um die Staatssekretäre im Hintergrund, die Arbeit machen. Und die halte ich nach wie vor noch für sehr SPD geprägt und Olaf Scholz hörig. Richtig, sehe ich auch so. Aber wenn ich mir jetzt nochmal direkt auf die Manifeste zugehe, gerade bei den Grünen, das Ehegattensplitting, das muss man mal erklären. Also das weiß nicht jeder, aber du kannst das besser als ich wahrscheinlich, aber korrigier mich bitte.
Ein Ehepartner arbeitet auf 400-Euro-Jobbasis, der andere arbeitet auf 4.000-Euro-Brutto-Basis. Die werden kombiniert, es wird gesplittet und es kommt ein niedriger Steuersatz raus. Die Grünen argumentieren aber, dass wir ungerecht gegen die Single-Haushalte. Entlasten aber nicht die Single-Haushalte, sondern knicken das. Also die 400-Euro-Kraft zahlt dann gar keine Steuern und die andere zahlt fast den Höchststeuersatz mit 4.000, 5.000 brutto im Jahr. Das heißt, es ist gerecht. Es würde doch nur mehr Kohle für den Staat, Udo, oder sehe ich das falsch? Das Ehegattensplitting stammt ja aus der christlich-demokratischen Zeit, die gesagt haben, die Familie muss im Vordergrund stehen, die muss gefördert sein und Ehe ist besser zu behandeln als ein Single-Dasein. Wir gehen ja inzwischen so eine Gender-Politik rein und dann wird das halt wieder auf den Prüfstand gestellt und wenn das Ehegattensplitting fällt, dann macht es halt keinen Sinn mehr, zwischen Weihnachten und Neujahr noch standesamtlich zu heiraten und den gesamten Vorteil noch mitzukriegen. Dann wird das so sein und das macht ein paar tausend Euro für die Haushalte dann noch aus. Ja, was bei vielleicht 500% höheren Heizungs- und Stromkosten könnte durchaus der Hälfte der Bevölkerung, ja, die noch an die Ehe glaubt oder die Ehe praktiziert in irgendeiner Form, durchaus ja, schaden. Lass uns doch nochmal in die andere Sache gehen, der Manifeste. Gerade bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten ebenso, sind etliche Seiten, befassen sich damit, Steueroptimierungen zu reduzieren oder Schlupflöcher zu stopfen. Wie stehst du dazu? Siehst du einen Run praktisch? Also wir erwarten einen Run, sobald sich das verschärft auf Steuerkompetenzen. Wir wissen das von vielen Profis wie in deinem Netzwerk. Die sind vollkommen ausgelastet. Ja, man findet kaum Fachkräfte in diesem Bereich. Wir haben grob noch 17 Millionen Leistungsträger. Davon sind maximal 3,4 Millionen schon richtig gut positioniert und geschützt durch Strukturen. Was ist da los? Wird diese Ampel diese Schlupflöcher angreifen? A, B, wenn das so wäre, wie viel Zeit verbleibt denn noch überhaupt, diese wunderbaren Möglichkeiten, die du so gut kennst, zu nutzen? Also man muss ja sich immer eins gewahr sein. Alles in der Steuerpolitik ist ja einmal Klientelpolitik. Das heißt, welche Klientel wird gerade vertreten. Zum anderen geht es um politische Lenkung von Investitionsströmen. Gut. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass ja jeder Mensch seine Steuern zur Chefsache macht und nicht nur delegiert, dass man also wenigstens die Adlerperspektive einnehmen kann auf den einzelnen Positionen. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, die Herausforderungen dieser Zeit, die politisch gewollt sind, wir schalten die Kernkraftwerke ab, wir steigen aus der Kohle aus, wir gehen komplett ins Thema erneuerbare Energien, dann bedarf es natürlich auch bei 3 Millionen fehlenden Ladepunkten, über die wir dann ja auch gleichzeitig noch diskutieren, gleichzeitig Strukturabbau, insbesondere im Ruhrgebiet, der ja auch sehr viel Geld kosten wird, wo Scholz ja auch gesagt hat, es wird aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Dass diese Strukturveränderungskosten, bedarf es also Lenkungsströme, dass private Investoren bereit sind, auch diese Investitionen zu stemmen. Ja. Da erwarte ich im ersten 100-Tage-Programm deutliche Verbesserungen für die Investoren in dem Bereich erneuerbare Energien, heißt also Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die ja jetzt auch verpflichtend sind bei allen Gewerbeneubauten. Die Verpflichtung für Wohnungsneubauten hat man noch ein wenig aufgeschoben, wird aber sicherlich auch kommen. Die Verpflichtung, Ladesäulen aufzustellen für die großen Konzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia. Der Druck wird ja schon aufgebaut. Die ächzen ja schon darunter, weil sie keine Lust darauf haben, das zu machen. Was nicht ihre Kernkompetenz ist, ganz einfach. Ja. Und das wird ein Spielfeld natürlich, was sich Investoren aufteilen. Die großen Big Player sind ja da schon mittendrin. Also das Klar. ist RWE, E.ON, die machen ja schon Verträge mit Bauhaus, mit den Supermarktketten, um auf den Parkplätzen Infrastruktur zu bauen. Und da kann der kleine Investor natürlich dann auch rein. Ja? So, da, wenn jetzt natürlich unheimlich viel Steuervolumen und neue Fördermaßnahmen für diese Investoren aufgebaut wird und der Staat aber keine zusätzlichen Gelder hat, weil das Wirtschaftswachstum nicht in dem Maße kommt, wie man es sich erhofft, wie die FDP es ja schon seit Jahrzehnten propagiert, alles heilt sich von selbst. Und man muss die Wirtschaft nur laufen lassen, das haben wir schon mehrfach bewiesen, dass es nicht funktioniert, ja. Dann ist klar, dass man natürlich andere Ausnahmetatbestände abschaffen wird. Was da voll in der Diskussion drin steht, wo wir auch die Tendenz erkennen, ist alles, was mit Grundstücken, Gebäuden zusammenhängt. Das Thema Share Deal. Ja. Das ist ja auch gefühlt ungerecht, dass es Menschen gibt, die zahlen die volle Grunderwerbsteuer, wenn sie ein Grundstück kaufen oder verkaufen. Und andere zahlen halt keine, weil sie es in den Mantel einer Kapitalgesellschaft reintun. Aber noch geht es, ja, nur mit verlängerten Fristen. Statt 5 Jahre jetzt halt 10 Jahre bestimmte Haltensfristen zu haben.
Oder das Thema steuerfreie Veräußerung von Immobilieneigentum. Ist Deutschland eine der letzten Bastionen, wo das möglich ist. In allen anderen europäischen Ländern haben wir das nicht mehr. In irgendeiner Form werden Steuern erhoben, wenn Grundstückseigentum den Besitzer wechselt, auf die dann dort schlummernden Gewinne. In Deutschland kann man nach 10 Jahren noch steuerfrei verkaufen. Und da sollte man halt wirklich schauen, dass man eventuell noch hergeht und dann auch tatsächlich andere Identitäten einnimmt. Wir sind allein 2021 haben wir für über 2 Milliarden Euro Grundvermögen verschoben, aufgrund eines nicht veröffentlichten BFH-Urteils, wo es jemand, der länger als 10 Jahre Eigentümer eines Objektes ist, das vermietet ist, also er kann es steuerfrei verkaufen, wir die Möglichkeit haben, ein Wertgutachten zu erstellen, verschieben das Ganze in eine eigene vermögensverwaltende GmbH rein, Thema dann geringere Besteuerung als auf der privaten Ebene, verkaufen es aber nicht zum Verkehrswert, sondern nur zu 10% des Verkehrswertes in die GmbH rein. Damit haben wir eine teilentgeltliche Veräußerung, eine Art Schenkung an die eigene GmbH. Ja. Dann wird aber auch nur auf die 10% die Grunderwerbsteuer fällig, auf die 90% unentgeltlich nicht. Das stellt eine verdeckte Sacheinlage dar. Ich kann aber die gesamten 100% der GmbH aktivieren, habe ein höheres Abschreibungsvolumen. Bau das Ding um in Gesellschafterdarlehen, holen wir steuerfrei wieder raus. Ja? Jetzt wird jeder sagen, das ist ja ungerecht, der keine Immobilienvermögen hat, wo sich das rechnet. Und die, die viel Immobilienvermögen haben, sagen, cooler Kniff, will ich jetzt auch sofort machen. Ja? Die Frage ist, was ist gerecht, was nicht? Und die Diskussion sollte man ad absurdum führen, weil es gibt keine Gerechtigkeit im Steuersystem. Es gibt Notwendigkeiten. Genau, und es gibt Wissen, und das teilst du. Und das ist äußerst selten. Das ist ja eigentlich die Vormacht der sehr Vermögenden. Das heißt, es ist ein breites Publikum mit, auch noch auf YouTube und TikTok. Weil es betrifft eigentlich jeden. Und es heißt ja immer, auch an unsere Zuschauer ist das jetzt auch gerichtet, dieses Vorteil, Steueroptimierung lohnt sich erst, wenn ich 200.000, 300.000 im Jahr verdiene oder mindestens 500.000 auf dem Konto habe. Ich weiß, dass das grober Unfug ist. Und für mich als Jungunternehmer damals war es einfach super entscheidend, wie will ich denn wirtschaftlich frei werden, wenn ich so schnell 50% Steuern zahle. Und wir werden ja auch einsehen, das steht auch in den Manifesten drin, Aktiengewinne, Kapitalgewinne, Dividenden und so weiter, da würde ich echt nichts drauf setzen, dass wir da noch einigermaßen vorteilhafte Quoten haben. Also es ist unvorstellbar schwer, mit dieser Steuerlast der höchsten weltweit, Udo, auf den grünen Zweig in die Selbstbestimmung zu kommen. Aber genau auf dieses Thema, es lohnt sich doch früh mit diesen Strukturen anzufangen. Vielleicht werden die Löcher geschlossen. Das Video geht nicht nur an die Reichen der Superreichen oder die aufsteigenden Mini-Oligarchen, sage ich mal, sondern an wirklich eine breite Gemeinschaft. Wie stehst du dazu? Was kannst du auch den Jungen oder den... Ich muss nicht jung sein, den aufstrebenden, dynamischen Leistungsträgern und Menschen, die noch an Leistung glauben. Was sagst du denen? Beginne etwas zu ändern, weil alles andere ist Mangeldenken. Das heißt, auch jemand, der 50.000 Euro brutto im Jahr verdient, das Single ungefähr 10.000 Euro Steuern bezahlt, hat ja Möglichkeiten, diese zu reduzieren durch kluges, investives Vollkommen Verhalten. Vollkommen legal. Ja, aber natürlich, wenn du dein Geld verdienst, das zum Konsum ausgibst, so wie du es kennst, ja, dann wirst du immer der höchsten Steuer- und Sozialabgabenlast sein. Weil alles, was zum Konsum bestimmt ist, ist am höchsten besteuert. Und da ist Deutschland Spitzensteuerland weltweit. Vollkommen richtig. Ja. Aber die Menschen, die reinvestieren, die kluge Investitionen tätigen zu niedrigen Zinsen und dann im Prinzip gute Renditen mit dem machen, was sie dort entscheiden, die werden auch feststellen, dass man die daraus folgenden Gewinne deutlich geringer besteuert und damit schneller entweder Schulden abbaut oder neues Vermögen aufbaut. Und diesen Cash-Cycle muss man mal verstehen. Und der lohnt sich auch schon, wenn ich über die ersten 5.000 Euro rede. Weil mit 5.000 Euro könnte ich theoretisch mit Faktor 10 eine 50.000 Euro Immobilie hebeln. Ja, jetzt kriege ich für 50.000 Euro nicht mehr so viele Immobilien heutzutage. Ja, aber dann spare ich mir halt einfach diese 5.000 Euro über 2-3 Jahre an. Dann bin ich bei 15.000, dann kann ich eine 150.000 Euro Immobilie hebeln. Und dann bin ich schon bei einer kleinen Eigentumswohnung. Ja, ja. Das ist ganz wichtig, dass das jeder in meinem Kanal versteht. Und in unserem Kanal sage ich, dass das deutsche Mittelvermögen laut OECD-Daten und auch zitiert Wikipedia und anderen Quellen, Credit Suisse, in Deutschland ungefähr nur ein Drittel
von vielen europäischen Staaten ausmacht. Dann fragt man sich, wir gelten ja als die reichen Deutsche, das ist der Mythos, der stimmt einfach nicht. Wir haben drei erhebliche Defizite. Das eine, wir sind eine Mieternation bei Immobilien. 64% der Immobilien, Wohnimmobilien in Deutschland werden gemietet. Zweitens haben wir die absolut höchste Abgabenlast. Das ist auch extrem schwierig. Wir sind bei den Verordnungen, laut Statista gehören wir zu den absoluten Weltmeistern. Angeblich gibt es bei uns, sage und schreibe, 270.000 Verordnungen. Die habe ich nicht nachgezählt. Also auch dieser bürokratische Aufwand, richtig geradlinig zu schwimmen zu können, ohne Hindernisse, der ist gegeben. Aber andererseits, das weiß ich ja durch diese, wir haben schon mehrere Stunden gesprochen vor diesem Interview, andererseits die Möglichkeiten, die man nutzen kann, vielleicht gehst du mal einfach auf ein paar inländische Themen ein. Jetzt ruhig in der Kategorie 2.000, 3.000, 4.000 Euro Steuern im Monat oder 2.000, 3.000, 4.000 kleines Vermögen, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Da meint ja auch jeder, das ist zu teuer, das bringt nichts. Aber da gibt es auch schon Sachen, die sich rechnen. Was findest du da zum Beispiel interessant? Also das Wichtigste, wenn du nur Arbeitnehmer bist, denk darüber nach, du musst diese Position des reinen Arbeitnehmers verlassen, weil dann bist du die Melkkuh der Nation, Punkt. Ja, weil dein gesamtes Geld eben für den Konsum drauf geht. Also weitere Identität, dann beginnen wir nochmal mit Photovoltaikanlage. Photovoltaikanlage auf deinem eigenen Dach, wenn du Häuslebesitzer bist, oder Photovoltaikanlage auf fremd angemieteten Dächern. Da gibt es Projektierer, die das anbieten. Ja? Da wird man Eigentümer einer physischen Anlage, also kein Fonds, keine Beteiligung oder sowas. Das wird steuerlich anders behandelt. Und dann hast du das Recht, bis zu 3 Jahre, bevor du die Anlage tatsächlich kaufst, 50% der Nettoanschaffungskosten steuermindernd geltend zu machen. Das ist doch fantastisch. Ich kenne die Projekte auch. Wir haben ja unten, wird auch aufgeführt, ein Vermögensschutzlink, Total Return Asset Protection heißt das bei uns. Da ist auch Udo stark involviert. Das müssen wir natürlich auch offenlegen, aber da sind absolute Experten auch präsent. Aber wir haben das auch schon durchgerechnet. Es ist fast schwer, damit nicht eine ordentliche Rendite pro Jahr von 10% zu erwirtschaften. Und die wird ja noch interessanter, wenn du jetzt anfängst, Photovoltaikanlagen mit Ladesäulen zu verknüpfen. Ja. Weil du ja in der öffentlichen Einspeisevergütung, reden wir mal etwas über 6 Cent pro Kilowattstunde, genau. Dann hast du die Möglichkeit der Direktvermarktung, wenn du das Glück hast, auf einem Dach zu sitzen, wo drunter ein Landwirt sitzt, der deinen Strom abnimmt. Dann bist du ganz schnell mal bei 15 bis 18 Cent pro Kilowattstunde, die du bekommst. Und wenn du dann noch einen 5 Kilometer Radius um deine Anlage drumherum eine Ladesäule ansteuern kannst, vielleicht gerade bei Speditionsgebäuden oder in der Nähe von Fitnessstudios oder von Supermärkten, ja, dort wird Kilowattstunde für 50 Cent bis 1 Euro verkauft. Also das, ich will das nochmal betonen, dafür muss man nicht super reich sein, wenn eine Familie, wenn man das nicht selber hat, aber in einer Familie über irgendwelche Immobilien verfügt und diese Kriterien, die du gerade aufgelistet hast, das trifft wahrscheinlich auf 50% aller Wohnimmobilien in Deutschland zu, dann sind enorme Renditen möglich. Und das ist auch nichts Neues, was wir hier sagen. Einer der amerikanischen Superautoren, Robert Kiyosaki, Milliardär, hat natürlich das auch sehr früh erkannt. Er beschreibt sich selber als Kapitalist, so sehe ich das nicht unbedingt, was wir hier machen. Ich mache auch sehr viel Karitatives. Aber diese Umverteilung von, sagen wir mal, nicht mehr aus Sicht der Regierung zeitgemäßen Investitionen und diese Löcher, die geschlossen werden, führt zu einer Umverteilung der Mittel in diese Bereiche, die angesagt sind. Wir sind ja in einer, ja, vielleicht in einer neuen Weltordnung oder in einer neuen Weltwirtschaftsordnung oder in einem mindestens ESG, Environmental Social Governance Umfeld. Und der hat fast sein gesamtes Vermögen damit aufgebaut, durch effektive Steuermodelle, aber jetzt nicht nur Abschreibungsmodelle, sondern renditeträchtige, steuerlich bevorzugte Modelle, natürlich auch als Autor mit 45 Millionen Auflage, diesen Wohlstand zu erreichen, eigentlich sagst du nichts anderes.
Richtig. Und die Kunst besteht ja darin, dann den Cash-Cycle dazu aufzubauen. Das heißt, die meisten nehmen dann die Steuererstattung, die sie bekommen, ja, durch diesen Verlust, den sie steuerlich erzeugen, den sie mit ihren anderen Einkünften verrechnen können, ja, und investieren diese Steuererstattung als Eigenkapital in die Investition. Und dann ist es da drin gebunden. Ob das jetzt Immobilien sind oder Photovoltaikanlagen, es ist gebunden, bis ich die Immobilie wieder veräußere oder die Photovoltaikanlage wieder veräußern würde. Ja. Was mache ich damit? Ich erzeuge quasi eine Kapitalanlage in Höhe einer Guthabenverzinsung in Höhe des eingesparten Negativzinses. Das ist unseren Kunden, also unseren Abonnenten auch ein bisschen einfacher. Das sind 4 Begriffe. Ja, aber einmal mach's. Also im Endeffekt, ich nehme einen Kredit auf und ich habe jetzt gerade wieder Kredite angeboten bekommen, ohne Sicherheiten für 1,03% Zinsen, 10 Jahre Laufzeit. Das heißt, wenn ich da Eigenkapital reinstecken würde, wäre ja meine Guthabenverzinsung der eingesparte Kreditzins, also 1,03%. Warum sollte ich eine Kapitalanlage machen mit 1,03%, wenn die Inflation aktuell bei offiziell zugegeben 8-9% ist, in der Lebensrealität der Menschen bei 15-20%? Weil der Warenkorb ja auch ein bisschen anders bewertet wird, ja. Also nehme ich doch die eingesparte Steuer, die Erstattung, die ich bekomme oder die Nachzahlung, die ich nicht leisten muss und verwende die wiederum für eine weitere Investition. Und dort nehme ich das Geld nicht, um es wieder in die Investition reinzutun, sondern ich sage der Bank, liebe Bank, finanziere mir bitte die gesamten Anschaffungskosten mit den Nebenkosten. Wow. Ich zeige dir hier mein Geld, es kommt jetzt in einen Fonds rein, in ein Geldmagnetkonto, was auch immer, wird als Sicherheit hinterlegt und in den Darlehensvertrag wird reingeschrieben, dass diese Sicherheit freizugeben ist, wenn der Kredit sich um diese Summe entsprechend getilgt hat. Bei 3% Tilgung per anno bist du in der Regel in 3-4 Jahren hast du diese Gelder wieder frei. Wow. Und das nennt man rollierendes Eigenkapital, weil jetzt kannst du die gleiche Summe wiederverwenden für die nächste Investition. Da du in der Zwischenzeit aber wieder weitere Steuereinsparpotenziale genutzt hast, vergrößert sich dieser Betrag ja immer mehr und deine Investitionen werden automatisch größer. Und die logische Obergrenze ist deine Gesamtkreditwürdigkeit bei der Bank. Es ist ein Hammer. Es ist ich sage dazu bei uns im Finanzbereich, das heißt, ich kann das jetzt nicht stundenlang erklären, es ist der Carry Trader, der sich günstig finanziert, sagen wir bei 1%, aber 10%, 15%, 20% auf Hebel investiert und durchaus nicht selten 50%, 100%, 120% pro Jahr macht. Das ist ganz banal auch bei Immobilien ein ganz großes Geschäft, aber dass das Kapital nicht gebunden ist. Und das machen ja die meisten, die sich das Ding auf dem Dach installieren lassen oder auf einer grünen Wiese oder auf dem Gewerbepark. Die können damit nicht arbeiten. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil deiner Struktur, weil du die Anwälte hast, die das richtig sichten können, die Legalität. Ja, die Steuerberater, die auch 100% sicher sind, dass es vom Finanzamt akzeptiert wird und dass es genug Präzedenzfälle gibt, dass es zweifelsohne nicht hinterfragt werden kann. Und natürlich die Wirtschaftsprüfer, die das sowieso, ihr Job ist, das ordentlich durchzurechnen, dass wir uns nicht irgendwelche komischen Zahlen in die Taschen lügen. Ja? Ja. Ich glaube, das ist die Essenz. Du tust unvorstellbar vielen Menschen einen riesen Gefallen. Warum macht das der? Ich meine, das wäre doch der Job von jedem Steuerberater, seinem Kunden, meine Frau ist ja auch teilweise verzweifelt, hat gerade den Steuerberater gewechselt, weil der scheint sie zu beraten, maximale Steuern zu zahlen. So sind wir unter anderem ins Gespräch gekommen, weil eine Frau das unvorstellbar annervt, dass da keiner sagt, hier gibt es doch ganz komplett gute Möglichkeiten. Was ist mit der Steuerberater? Zunftlos. Also ohne Steuerberater Bashing betreiben zu wollen. Ja, grundsätzlich ist der Steuerberater ja ein staatlich anerkannter Beruf und der Staat ist auch derjenige, der die Prüfung abnimmt. Und von über 2000 Ausbildungsstunden eines Steuerberaters geht nicht einfach. Ja. Nicht einfach, richtig. Und wir haben auch sehr hohe Durchfallquoten in den Steuerberaterprüfungen. Aber von über 2000 Ausbildungsstunden gehen gerade mal 4 über die Gestaltungsberatung und der Rest geht über richtige Deklaration. Das ist schon mal der Ansatz, ja, den man verstehen muss, ja, dass Steuerberater Deklarationsberater sind. Also wie mache ich richtig ordnungsgemäß eine Steuererklärung? Ob jetzt Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, reine Technik, ja, auch dem Staat gegenüber dann das Steueraufkommen zu sichern.
Jetzt gibt es natürlich auch Steuerberater, die sind herausragende Gestaltungsberater und sind auch modern, die sind auch in den digitalen Prozessen eingebunden. Und die Steuerberater kann man selbst wissen aber, dass das nur 5-10% der Steuerberater an sich sind. Über 70% verweigern diese modernen Technologien, gehen auch den Weg nicht in die Digitalisierung und sterben auch langsam weg. Das ist eine echte Herausforderung, weswegen man auch kein Personal bekommt. Sprich, allein jetzt die Thematik in 2021, die Überbrückungshilfen und Soforthilfen, hat die Steuerberater komplett überfordert und überrannt. Und zum Teil haben die auch Mandatsverhältnisse beendet, aber definitiv auch keine neuen angenommen, weil die Luft, die Zeit überhaupt nicht mehr da war, sich um Gestaltungen dann zu kümmern, weil sie im Tagesgeschäft versinken. Okay. Und was man halt klug hinbekommen muss, ist, freie Köpfe zu haben für die Gestaltung, um dann im Prinzip aber mit einer Herrschaft von Mitarbeitern die Deklaration zu machen. Weil eine saubere Deklaration ist immer die Basis für dann eine gekonnte Gestaltung. Ja, ich finde das. Und deswegen sollten die meisten Menschen, das kann sich wieder Otto Normalverbraucher nicht leisten, eigentlich draußen zwei Berater haben. Einmal den Deklarationsberater, der sehr blau orientiert ist, also sehr zahlenaffin und sehr klar strukturiert. Und den rot orientiert in der Vertriebssprache, den Gestalter, der auch proaktiv ist und der von sich aus auch zukommt und sagt, machen wir da was. Und die sind halt hoffnungslos ausgebucht, mit langen Wartelisten tatsächlich, weil es zu wenige davon gibt. Und da muss man am Markt auch tatsächlich mal ein bisschen arbeiten, und da ist unser Netzwerk auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir haben sehr viele Gestaltungsberater in unserem Netzwerk. Also ihr seid ja in jedem Bundesland vertreten. Ich sage es einfach mal, etliche tausend Kunden im Netzwerk. Also die genaue Zahl möchte ich dir echt nicht erwähnen. Das ist unbelievable. Und wie schafft ihr das überhaupt, wo die Nachfrage, das Angebot derartig übersteigt? Liegt das daran, dass du das schon weit über einem Jahrzehnt so strukturiert hast, dass ihr eure Netzwerke organisch aufgebaut habt? Wie schafft man das? Also einmal schon seit 25 Jahren tatsächlich. Ach, die Scheibe. Und dann ist das Geheimnis, sich kluge Mandanten zu erziehen, die eben Selbstverantwortung nehmen können. Was bedeutet das, der Mandant geht in die Selbstverantwortung? Nehmen wir doch mal an, man trifft als Investor eine Entscheidung, dass man eine Immobilie kauft. Und danach konfrontiert man seinen Steuerberater damit, hey, ich habe eine Immobilie gekauft. Jetzt ist in dem Moment ja nichts mehr änderbar, weil die Tatsachen sind geschaffen. Wenn der Mandant jetzt nicht das Verständnis darüber hat, zu erkennen, oh, diese Immobilie kaufe ich jetzt als Privatperson, ich kaufe die Immobilie als GbR, ich kaufe die Immobilie als vermögensverwaltende GmbH, als Genossenschaft oder als Stiftung. Also ist es notwendig, genau diese Identitäten mal zu schulen, das Bewusstsein zu schaffen, welche Vorteile man in der jeweiligen Identität hat. Und dann im Prinzip, wenn man dieses Grundwissen schon aufgebaut hat in der Mandatsstruktur, dann passieren weniger Fehler und wir müssen weniger umstrukturieren, weil die Fehler werden immer am Anfang gemacht. Oder auch wenn ich anfange, ein Unternehmen aufzubauen. Fast alle fangen an als Einzelunternehmer. Kann man machen, ja. Klüger wäre aber zu sagen, hey, ich mache eine Holding, eine vermögensverwaltende GmbH, die wiederum gründet eine Tochtergesellschaft und da baue ich mein Unternehmen auf. Und wenn ich dann den Exit mache, also mein Unternehmen verkaufe, zahle ich halt nur 1,5% auf den Verkaufspreis. Während wenn ich erst Einzelunternehmer bin, zahle ich erstmal 45% Steuern, muss dann mühsam umwandeln in eine GmbH, habe dann eine 7-jährige Sperrfrist, wenn ich das Ganze unter eine Holding hänge und kann erst nach 7 Jahren steuerbegünstigt verkaufen. Oder wenn wir die Aktienleute nehmen, du hast ja viele Aktieninvestoren bei dir auch in der Community drin. Wichtig. Ja, du kannst natürlich dein Depot privat halten. Du tradest privat, dann zahlst du halt 25%. Und wenn du mit CFDs arbeitest, dann bist du halt auch noch in den Verlustverrechnungstopf drin mit den 20.000 und zahlst unter Umständen Steuern, obwohl du gar kein Geld verdient hast. Ja. Oder du agierst halt klüger und machst dir deine eigene Spardosen GmbH oder von mir aus eine Spardosen UG fürs kleine Geld, und machst das Ganze dann in der Kapitalgesellschaft, dann zahlst du auf deine Trading-Gewinne halt nur 1,5% und im Rahmen deiner CFD-Geschäfte hast du halt die Verlustverrechnung nicht und kannst deine ganzen Börsenbriefe steuerlich absetzen. Deine Technik absetzen, deine PCs, deine Autos, kannst deine Frau auf 450 Euro, demnächst 520 Euro Basis anstellen, weil es wurde ja jetzt auch angehoben wegen der Anhebung des Mindestlohns, und kannst so viele schöne Gestaltungsmöglichkeiten dann nutzen, dann hast du noch viel mehr Spaß beim Traden. Ne? Ich glaube, das ist so wichtig. Das haben wir in meinem Kanal noch nie kommuniziert, weil ich fühlte mich auch nicht so richtig wohl, auf dem Detail-Level mit jemandem drüber zu sprechen, der wirklich weiß, was er sagt und nicht meint, dass er weiß, was er sagt. Das gibt jetzt wirklich an alle in unserem Kanal, die investieren. Und da ist es ja klar, selbst bei einer Summe
die viele, für einige ist es viel, für einige ist es sehr wenig, aber selbst bei einem Depot von 20.000, 30.000 Euro, es ist durchaus denkbar, dass man im guten Jahr mal 50-100% verdient. Und dann rechnet sich das natürlich. Das rechnet sich so schnell. Aber es ist typisch deutsches Mindset, die dann sagen, oh, die Strukturkosten, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, es lohnt sich doch für mich nicht. Ja? Und das ist halt der Unterschied zwischen Making Money und Having Money. Ja, genau. Und Making Money, Having Money und Keeping Money. Ja. Das ist ja der Vermögensschutz. Ja. Und die vermögensverwaltende GmbH, es ist ja nicht so, dass das, die Gründungskosten sind ja tatsächlich übersichtlich, gerade wenn man mit einem professionellen Netzwerk arbeitet. Und für mich ist der zweite Aspekt auch, das Kapital liegt ja nicht doof rum und verliert durch Inflation 10%. Mit dem Kapital kannst du arbeiten. Also wer das nicht macht, läuft eigentlich ein offenes Messer. Ich gehe da, mache einen kurzen Übergang. Nach Belgien, da wird ja immer viel experimentiert, da sitzt auch im Wesentlichen die Europäische Union. Und da haben wir jetzt schon die dritte Finanztransaktionssteuererhöhung. Wir wissen alle sehr genau, mittlerweile auch aus Beiträgen auf meinem YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, dass das europäische Vermögensregister geplant ist. Udo, ist es 5:12? Das reicht nicht mehr. Sondern? Das ist, wenn wir uns doch alle Anstrengungen anschauen. In Deutschland ist eingeführt worden das Transparenzregister, dass man wirklich aus allen Kapitalgesellschaften auch rausbekommt, wer steckt eigentlich dahinter. Ja? Dann kommt jetzt das Vermögensregister, das für mich eindeutig eine Vorbereitung ist für eine einheitliche Vermögensabgabe, ja? Die man zwar in Deutschland jetzt erstmal noch gedanklich ausgeschlossen oder aufgeschoben hat. Ja, ja, wie die Impfpflicht. Ja. Richtig, ja. Da alles ja in Richtung europäischer Harmonisierung geht und auch diese 15% Mindestbesteuerung weltweit ist ja schon mal ein sehr maßgeblicher Schritt in die Richtung, ja, dann ist es auch nicht mehr weit, dann endlich mal zum europäischen Finanzamt zu denken. Ja. Nicht heute, nicht morgen. Ja. Wir sprechen hier über Generationspolitik. Ja. Ja. Und dann ist es auch nur logisch, dem Einhalt zu gebieten, dass Menschen die Möglichkeit nutzen, ihr Vermögen in andere Länder, in andere Assetklassen zu bringen, ja, und jetzt einmal aufzudecken, wer hat eigentlich wo was, ja, wenn man irgendwann mal was erheben möchte. Ja. Ja, ich sage ja immer, eigentlich ist es für mich eher Stunde Null. Wenn Nigeria so weit ist, morgen eine nigerianische Regierungskryptowährung zu emittieren, dann sollte das durchaus in der EU auch möglich sein, eurobasiert. Schweden und die Schweiz haben bereits verkündet, dass sie das jederzeit gleichschalten können, warten aber in guter, kultivierter Manier auf die größeren Länder und die größeren Organisationen wie die EU bzw. Die amerikanische Notenbank mit einem Notenbankkonto und so weiter. Und man darf den Zeitgeist jetzt echt nicht unterschätzen, wenn man Entwicklungen seit Beginn der Pandemie anschaut, wie schnell sich dieses Bild komplett verändert hat, wie schnell vorherige Ansagen komplett an Wert verloren haben, wie sich Politiker um 180 Grad gedreht haben und die große Geschichte, es wird keine Steuererhöhung geben, ist sowieso komplett nicht mehr nachvollziehbar, weil wir haben, wo es geht, indirekt durch Inflation und direkt durch höhere Abgaben sowieso schon den Trend vorgegeben. Ich würde sehr gerne noch kurz anschneiden, weil in unserem Vermögensschutzseminar können wir Sachen besprechen, die man dem breiten Publikum vielleicht nicht zumuten sollte. Das ist auch sehr detailorientiert. Aber inwiefern, ich bin ja selber früher mit meinen Konstrukten, war ich nicht so richtig überzeugt von Deutschland. Und obwohl ich auch diese Nischen nutzen konnte schon damals, fühlte mich wohler außerhalb der EU oder in Liechtenstein in der Schweiz. Unsere Hedgefonds-Gruppierung war stark in der Karibik, also in den Cayman Islands sortiert, dann auch in der Londoner Börse notiert und als Sekundärlisting in Frankfurt, also unsere erste war die Londoner Börse damals in meiner Unternehmung. Du hast ja dieses Wissen im Inland. Wir hatten ja im Vorgespräch über europäische Möglichkeiten noch gesprochen und auch noch im europäischen Wirtschaftsraum. Ist das, ist,
braucht jeder Kunde, die etwas größeren zumindest, brauchen die, die brauchen doch eigentlich eine Einzelberatung, oder ist, bin ich dazu? Also Steuerberatung ist hochgradig individuell. Ja. Man kann keinen Baukasten bauen, auf alle draufstülpen, das würde dem Thema nicht gerecht werden. Weil jeder hat eine, jeder muss sich erstmal klar werden, in welcher Ist-Situation befindet er sich, also was ist seine Ausgangsbasis und wohin will er, was die Soll-Situation anbelangt. Da spielen ja auch die familiären Verhältnisse eine Rolle. Genau. Der eine hat Kinder, der andere hat keine Kinder. Der eine ist verheiratet, der andere will sich gerade scheiden lassen. Der nächste hat 6 Frauen parallel. Habe ich auch tatsächlich, ja. Architekten mit 6 Schwarzafrikanerinnen als Frauen, ja. Für den haben wir ein anderes Modell bauen müssen, ja, als mit Otto Normalverbraucher, ja. So, grundsätzlich sage ich, Deutschland ist eine Steueroase. Das ist seit 25 Jahren mein Tenor und das, obwohl ich in Frankreich wohne, im Elsass. Also ich nutze eine Besonderheit für alle, so, die in der Grenzregion Karlsruhe, Freiburg und so weiter wohnen, ja, könnten das nutzen. Indem sie ins Elsass rüberziehen, zahlen wir deutlich weniger Steuern, wenn wir Angestellte unserer eigenen Firma sind. Ja. Macht das Sinn, weil die Franzosen sehr bourgeoisie geprägt sind. Der Postbote zählt halt mehr als der Unternehmer und deswegen ist die Steuerlast dort auch günstiger. Und wir haben haushaltsbezogene Freibeträge. Je mehr Kinder im Haushalt, desto geringer ist die Steuerlast, weil dort entsprechende Freibeträge sind. Franzosen scheinen Kinder zu wollen. Wir schaffen das Ehegattensbedingungen ab. Ja. So, in Deutschland ist es dann wieder die Kunst, weil du musst dir mal gewahr werden, wenn du frisch Vater oder Mutter wirst, ja, bekommt dein Kind Post kurz wenige Tage nach der Geburt. Post von wem? Vom Finanzamt. Steueridentifikationsnummer wird mitgeteilt. Das heißt, dein Kind ist eine steuerliche Identität und dieses Kind darf jetzt ab sofort den einkommensteuerlichen Grundfreibetrag verdienen, ohne darauf Steuern zu bezahlen. Oh wow. Also fang doch mal an, darüber nachzudenken, wie kannst du dein minderjähriges Kind mit Einkommen ausstatten, nicht mit aktiven Betätigungen. Also darfst du nicht plötzlich dein Kind zum Handwerker machen und sagen, verlegen mal ein paar Fliesen. Ja? Tut sich mit einem Jahr auch so schwer. Ja? Aber passive Einkommensströme, übertrag doch ein Depot auf dein Kind, ein Dividendendepot, mach ein bisschen Trading drüber, gib deinem Kind Geld, damit es dir wiederum ein Darlehen gibt und dann hat es Zinseinkünfte, gib deinem Kind einen Anteil an deiner Immobilie, die vermietet ist, dann hat es Vermietungseinkünfte, passive Einkommensströme. Statt dass du also aus deinem Netto heraus den Unterhalt deines Kindes bezahlst, sorgst du dafür, dass dein Kind ein eigenes Einkommen hat. Hey, meine älteste Tochter ist 27 gewesen jetzt, letztes Jahr und hat da ihr Medizinstudium abgeschlossen. Die jüngere Tochter, 26, hat jetzt ihr Medizinstudium abgeschlossen. Ja? Der Junior ist 22, studiert immer noch. Mal gucken, wie lange noch. Ja? Wenn ich jetzt aber 27 Jahre mal 10.000 Euro mal 3 Kinder rechne, kommt da eine ganze Menge Geld zusammen, die ich nicht aus meinem Brutto bezahlt habe, sondern aus meinem Netto, weil ich frühzeitig dort Einkommen erzeugt habe. Einfach. Wow, ich liebe das. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit Superstars in ihrem eigenen Umfeld arbeite. Die bestechen nicht nur durch Wissen, sondern durch eine richtige Passion. Du beschreibst dich ja selber als eine mit einer gewissen Steuer, Vermögen, Schutz, Leidenschaft. Ich sage dazu Leiden und Schaft und Schaft Leiden, Steuern. Macht mich ein bisschen nervös im Kopf. Ich sage, du hast eine echte Passion. Das fixt dich total an. Abschließend noch, ich kenne ja auch einige deiner Kunden und die sind ja so unvorstellbar schlecht aufgestellt. Also sie sind für mich, für den Staat, die perfekten, niedrig hängenden Früchte zum Abkassieren. Die haben alle ihre Immobilien selber, die zocken in ihrem eigenen Konto rum, ohne einen Vermögensverwalter, eine GmbH. Die haben nicht den geringsten Schimmer, dass Genossenschaften eine hochattraktive Lösung sein können oder die europäische Gesellschaft in der Gesamtkonstruktion. Die landen ja auch oft bei dir, das weiß ich konkret. Aber selbst die sind noch sanierbar, oder? Jeder. Also ich habe noch keinen gefunden, wo man nicht unternehmerisch tatsächlich etwas neu aufstellen könnte. Weil ja tatsächlich bestimmte Rechtsformen überhaupt nicht bekannt sind. Du hast jetzt gerade die Genossenschaft angesprochen. Ja, ja. Ja? Die Genossenschaft ist ja wie eine Kapitalgesellschaft. Also hat Einnahmen, hat Ausgaben, müsste ihren Gewinn mit 30% besteuern, hat jetzt aber eine zusätzliche Ausgabeebene, nämlich die Förderung der sozialen und kulturellen Belange der ordentlichen Mitglieder. Klar. Sprich Reisen, Mobilität und so weiter ist dann halt dort als Betriebsausgabe absetzbar und ist keine unentgeltliche Wertabgabe, also kein Eigenverbrauch beim Unternehmer, der es dann bekommt. Ja? Oder die EWIF als Rechtsform, klar. Europäische Wirtschafts- und Interessenvertretung, eine europäische Rechtsform, seit 31 Jahren existent. Wenn du in die Flimmerkiste reinschaust, Fernsehkanal Arte ist eine EWIF. Ja?
Dann, und da hat man die Möglichkeit, sich komplett auf 0% Steuer zu setzen. Dann brauchst du aber natürlich europäisches Gedankengut, weil du jetzt in zwei unterschiedlichen europäischen Ländern einen aktiven Geschäftsbetrieb brauchst, die du dann zu Mitgliedern der EWIF machen kannst. Die EWIF verbringt Hilfsdienstleistungen und sammelt deine Gelder ein. Und solange sie die in sich behält, ist 0% Steuer. Die gibt keine Gewerbesteuererklärung ab, keine Körperschaftsteuererklärung, keine gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung, keine Gewinnzuweisung, nichts. Aber alles wird Steuervorauszahlung. Richtig, dann habe ich 0%. Was glaubst du, was das für ein Riesenvorteil ist für Unternehmer, die wachsen? Ja? Also ich kann jetzt nur zusammenfassen, sonst du hast ja wirklich Keywords hier genannt. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass ihr nicht mehr als Staatsopfer gelten dürft. Ja? Bei einer Erhöhung des Staates an der Gesamtwirtschaft Deutschlands, das waren mal vor einigen Jahren noch 40%, die Tendenz geht ganz klar auf 60%. Jedes Kind in der Volkswirtschaft weiß, dass bei einer Verschuldung von 100% zur Wirtschaftsleistung Wachstum eigentlich nicht mehr möglich ist. Wir liegen da schon drüber in der Europäischen Union. Ob eine EU-nahe, hochprämierte, ausgezeichnete Organisation behauptet, die Defizite, die wir erwirtschaftet haben in der Pandemie und die Staatsgarantien, die wir gegeben haben, die Subventionen an Zombiefirmen und so weiter, das beläuft sich schon auf 1,6 Billionen. Wir gehen von der Zahl Ende des Jahres 2022, also 2022, aus ungefähr 2,5 Billionen. Da sind 60 Milliarden Schuldenneuaufnahme ein heißer Tropfen auf den Stein. Und bitte seid nicht niedrig hängende Früchte. Bitte werdet nicht das Opfer von eventuellen Zwangshypotheken, Vermögenssteuern, erhöhten Kapitalertragssteuern, erhöhten Abgaben, reduzierten Abschreibungsmöglichkeiten und so weiter. Und ich bin dir echt dankbar, weil das ist so konkret anwendbar, Udo. Und es ist ja schön, über wirtschaftliche Selbstbestimmung zu reden, aber es ist viel wichtiger, über Steueroptimierung und Vermögensschutz im Konkreten zu reden. Ich bin ja super dankbar, dass es zu diesem Gespräch kam. Und es ist eigentlich fast zu spät, darüber zu sprechen. Aber wer damit nicht anfängt, und das ist auch der Sinn des Kanals, soll sich bei uns oder bei Udo, bei mir nicht beklagen, dass wir das Thema ziemlich spezifisch angegangen sind. Udo, ich danke dir. Super, viel Erfolg. Klasse, dass du public gehst mit deinem Wissen. Eine der ganz wenigen. Und for free zum Einsteigen. Alles Gute. Danke, tschüss. Danke, tschüss.